Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über ein Thema, das den meisten von euch aus Filmen und Serien bekannt ist. Und zwar den Hexenprozessen von Salem. Dabei handelt es sich nämlich nicht um ein ausgedachtes Hexenmärchen, sondern einem historischen Ereignis. Stell dir vor, du wurdest einer Tat beschuldigt, die du nicht begangen hast. Aber deine Unschuld zu beweisen ist unmöglich. Und wenn du darauf beharrst, unschuldig zu sein, wirst du trotzdem für schuldig gesprochen und musst mit deinem Leben bezahlen, indem du in aller Öffentlichkeit gehängt wirst. Gestehst du allerdings, entschuldigst dich und schiebst die Schuld auf jemand anderen, darfst du leben. Aber dann stirbt an deiner Stelle eine andere Person. Was würdest du tun? Genau vor dieser Frage standen zwischen Februar 1692 und Mai 1693 die Einwohner von Salem. 1626 ließ sich eine Gruppe von englischen Protestanten in Salem nieder, wo sie sehr strikt und isoliert lebten. 1692 war kein gutes Jahr für die Bewohner Salems, denn es brachen Krankheiten aus, Hunger plagte sie und obendrauf war es noch einer der kältesten Winter überhaupt. Und in diesem Winter begannen die zwei Cousinen, die 9-jährige Betty Paris und die 11-jährige Abigail Williams, sich eigenartig zu benehmen. Daraufhin untersuchte sie einen Arzt, der zu dem Entschluss kam, dass die beiden völlig gesund seien. Jedoch stehen sie unter dem Einfluss des Teufels. Und nach einiger Zeit kam es so rüber, als würden sich die Symptome im Ort verbreiten. Denn mittlerweile waren 12 Mädchen davon betroffen. Einige von ihnen beschuldigten 3 Frauen für ihren Zustand, der angeblich ausgelöst wurde, weil sie von ihnen gequält wurden. Interessant hierbei ist, dass es sich bei diesen 3 Frauen um Außenseiterinnen handelte. Am 29. Februar wurde Sarah Good verhaftet, eine Schwangere, die bereits eine kleine Tochter hatte. Sarah Osborne, die sich schon länger von der Kirche abwandt, und Tituba, eine Sklavin. Tituba war die erste, die sich gegen die Anschuldigungen wehrte, änderte jedoch später ihre Aussagen. Sie gestand, ein Diener des Teufels zu sein und dass die anderen beiden Sarahs sie dazu zwangen, was die natürlich direkt verleugneten. Während Sarah Osborne im Gefängnis starb, weil ihr eigener Mann gegen sie aussagte, gebar Sarah Good ihr Kind im Gefängnis. Hinzu kam, dass ihre 4-jährige Tochter ebenfalls ins Gefängnis gesperrt wurde, wo sie gezwungen wurde, gegen ihre Mutter auszusagen. Aufgrund des ganzen Stresses starb die junge Frau noch im Gefängnis, aber das war nicht genug, denn ihr Leichnam wurde in aller Öffentlichkeit gehängt. Tituba wurde bis Mai eingesperrt und danach entlassen. Diese 3 Opfer waren erst der Anfang, denn viele taten es Tituba mit Falschaussagen gleich und so beschuldigten sich immer weitere. Den Menschen ging es damals nicht wirklich um Hexen, sondern eher darum, dass sie ihre Sünden bekennen und um Vergebung beten. Viele der Geschworenen waren mit Anklägern verwandt, was ihre Objektivität beeinträchtigte. Zweifelten sie an der Schuld, waren sie automatisch Selbstverdächtige. Im Frühling 1693 wurden über 100 Menschen gefangen genommen und um die 20 gehängt, von denen nur 3 männlich waren. Die Hexenverfolgung verbreitete sich nun auch in den Nachbarsorten von Salem, bis die Frau eines Bürgermeisters unter Verdacht geriet, woraufhin er eingriff und den Hexenprozessen ein Ende setzte. Bis heute lässt sich das wirre Verhalten von dem Mädchen nicht erklären. Ob es sich dabei um Halluzinationen, Krankheiten oder einen Kinderstreich handelt. Jedoch nahmen die Erwachsenen unter Einfluss der Kirche die wilden Beschuldigungen ernst. Zudem zeigen die Hexenprozesse, wie gefährlich Gruppenzwang sein kann. Oder die Suche nach einem Sündenbock. Ja, das war es dann auch schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und um kein neues Video zu verpassen, könnt ihr nun kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Passt auf euch auf. Tschüss.